So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Shakes and Fidget. Ach Quatsch, wir sind ja hier bei World of Tanks. Ja, genau, World of Tanks. Ja, laber ich schon wieder scheiße. Oder heißt es doch World of Banks? Ach Quatsch, World of Tanks. Ja, ich wollte euch fragen, machen wir ein Let's Play? World of Tanks natürlich. Oder World of Banks, ne? Ist ja klar. Das schreibt ihr dann in die Kommentare, schreibt mich einfach darunter an oder, im Game, in World of Tanks, so ist es richtig, genau. Und deshalb wollte ich euch einfach mal zeigen, was für eine Panzer ich habe. Also da einfach den 59-16 gesehen, 16, ne? Tier 6 chinesische, hier haben wir die Leaf, ja, wie sie mich aussprechen wollen, ne? Ist ja auch egal. T4-Arti? Franzosen? Ne? Da habe ich noch den Löwe in der Garage. Ja. Ich wollte auch nur mal sagen, ne? Nicht der schnellste PC. Ne? Nicht der schnellste PC habe ich. Ah ja, hier der Treffer zum Mod. Ne? Sieht man hier. Und ich bin nicht so ein richtig doller Killer. Ich habe erst zweimal Krieger, ne? In 3000 Gefechten oder so. Hier, Grille, ne? Meine liebste Arti. Auch vom Hand aus down, das steht ja gerade vor der Tür. Nehme ich die, damit ich was stellen kann. Ja. Churchill? 1. 2 Gefechte oder so. Nicht gerade null ausgebaut. Ja, T21 ist aber gut ausgebaut. Mit der guten Gun. Ne? Warte mal. Gute Gun? Oder was? Da habe ich hier schon wieder Dreck. Nee, ist gute Gun. Da hatte ich ja einmal Glück, dass ich keinen Dreck gelabert habe. Huch. T1 Happy-Tonne habe ich dann auch hier in der Garage. Die gammelt auch so vor sich hin. Spiel ich ab und zu mal. A20. Die Autobahn steht hier noch. Einfach nochmal als Scoutpanzer nehmen, ne? K1S. Auch frisch drin. In der Garage. Sieht man ja. Scheiß Turm und so. Und dann haben wir noch DKV3 im Angebot. Auch nur für 34.000 Erfahrung, ne? Naja, und KV5? Ja. Das war's schon von meiner Seite. Doch jetzt seid ihr gefragt. Schreibt's in die Kommentare. Oder schreibt mich in-game an, ob wir ein Let's Play machen. Ja. Tschüss. Euer StrahlOLP. Hallo? Gone me